So, während sich andere Parteien nur noch digital treffen, aus Feigheit vor dem Virus, veranstaltet die AfD einen Präsenzparteitag mit über 600 Delegierten in Kalkar. Sah ein bisschen aus wie die Schulklasse aus der Hölle. Wobei die meisten Schlagzeilen danach auch nicht wirklich fair waren. Tief gespaltene AfD zerlegt sich selbst. Also in erster Linie, Freunde, war das richtig gute Unterhaltung. Davon dürfte gerne mehr im Fernsehen laufen. Wir können doch nicht einfach die Leute als Covidioten beschimpfen. Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei. Seid ihr denn des Wahnsinns? Wir reden nicht darüber. Das ist wirklich schäbig. Mein Herz hat wirklich fast geblutet. Das ist schäbig. Jetzt bei RTL. Hate Island AfD. Noch niveauloser als das Sommerhaus der Stars. Das ist schäbig. Dafür würde ich sogar Zwangsgebühren zahlen. Grüße nach Magdeburg. Eigentlich wollte die AfD vor allem über ihr erstes Rentenkonzept reden. Was, Achtung, ganz okay ist in Teilen. Selbstständige und Politiker sollen zum Beispiel auch einzahlen. Interessiert aber keinen wegen der Schreiorgie. Was war passiert? Jörg Meuthen hatte als Vorsitzender plötzlich herausgefunden, dass seine eigene Partei in Teilen irgendwie rechts ist. Und das hat er in einer Art Brandrede auch einfach mal angesprochen. Hier eine Reaktion aus der Basis. Herr Dr. Meuthen, ich danke Ihnen für Ihre Führungskraft. Gerne, dafür nicht, sagt Meuthen. Und findet außerdem, wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht. Klar geht das. Was redet der Antifa-Mann da? Jahrelang ging das super. Immer enthemmter, immer derber. War der Markenkern der AfD mit klarer Aufgabenteilung. Er hier, Professor Meuthen, ist die bürgerliche Fassade und die völkischen Hardliner rund um Herrn Höcke ziehen im Hintergrund die Fäden. Ne? Oder versuchen verzweifelt, sich wie gerade an die Querdenkerbewegung dranzuhängen. Weil selbst komplett geisteskranker Querdenkerwiderstand ist ja irgendwo Widerstand. Dieses Bekenntnis zum Widerstand, das ist auch ein bisschen sexy. Wir müssen sexy werden, würde ich jetzt fast sagen. Ja? Und nicht auf den Knien daherkommen. Sexy auf den Knien. Kopfkino. In Kalkar sind die beiden Parteihälften tatsächlich mal frontal aufeinander gescheppert. Alter, haben sich die Höcke-Leute über den Meuthen aufgeregt. Denn der Professor hat in seiner Skandalrede nicht nur über Querdenker gelästert, sondern, ich mag das kaum aussprechen, über Reichskanzler Bismarck. Einige in unseren Reihen scheinen darunter ein Zurück ins Gestern zu verstehen. Fühlen sich bei Bismarck zu Hause? Gestern hat Herr Meuthen am Ende auch noch Bismarck angegriffen. Ich bin ein großer Fan des Reichskanzlers von Bismarck. Ich hätte zum Beispiel die Bismarck-kritischen Worte weggelassen. Ich bin auch ein Bewunderer von Bismarck. Indem unserem Sprecher, Herrn Professor Meuthen, unterstellt wird, er hätte in irgendeiner Art und Weise die Leistung des Reichskanzlers von Bismarck herabgewürdigt. Dem Mann wurde das Wort im Mund herumgedreht. Das geht nicht. Ja, die AfD hat einfach ein Gespür für Zukunftsthemen. Bismarck. Als nächstes fetzen sie sich wahrscheinlich über Ramses III. Aber schon interessant. Ich meine, jetzt, wo man weiß, dass Bismarck für die quasi heilig ist, eröffnen sich natürlich ganz neue Witzmöglichkeiten. Ausgezeichnet. Otto von Bismarck. Mit Abstand der unfähigste deutsche Politiker aller Zeiten. Noch vor Andi Scheuer. Der Typ hat ja wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt. Gut, bei Carter ist sein Hering ganz okay. Und er hat den Helm mit Eierpiekser erfunden. Geschenkt. Aber sonst? Der von ihm erfundene Korn macht grauenhafte Kopfschmerzen. Und was ist mit der Bismarck passiert? Genau, hätte man den Kahn bloß anders genannt. Bismarck, totaler Verpisser. Selbst Sascha Hehn ist mit mehr Würde von Bord gegangen. Kurz gesagt, Fürst Bismarck, was für ein Otto. Absoluter Otto. Meuthen hat übrigens lange wunderbar mit Höcke und Co. zusammengearbeitet. Jetzt hat er offensichtlich Schiss, weil der Verfassungsschutz ab dem nächsten Jahr die Gesamtpartei beobachten könnte. In Brandenburg zum Beispiel passiert das schon. Da setzt der Verfassungsschutz, hat er gerade bestätigt, V-Leute ein in der Partei. Normalerweise wissen sie sehr scheue Gesellen, aber wir haben heute tatsächlich einen da. Abdel Karim wurde vor Jahren in die Brandenburger AfD eingeschleust. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ach, ich hatte viele Einblicke, war aber auch ganz einfach. Die dachten alle, ich bin der Bruder von Attila Hildmann.
Und ich war jetzt auch als V-Mann beim Parteitag in Kalkar dabei. Man ist ja heute froh, wenn man überhaupt mal rauskommt. Also klar, war jetzt ein sehr lauter Parteitag, aber dafür war das Buffet gut. Es gab sogar Halal-Mettbrötchen oder wie wir das nennen, Mehmet-Brötchen. Hm. Wie viel Sinn macht die Beobachtung der AfD für Sie? Also ehrlich gesagt, was gibt's da zu beobachten? Für die AfD brauche ich keine V-Leute, da reicht's, wenn ich den Parteitag auf Phoenix gucke. Dann sehe ich ganz klar, eine Hälfte sind verbitterte Ex-CDU-Opas, die anderen sind rechtsextreme Querdenker oder rechtsextreme Querdenker. Ende der Beobachtung. Naja, ich meine, ein paar Innenminister von SPD und CDU haben gerade schon wieder die Verbotsdebatte eröffnet. Ja, weil die blöd sind. Ich meine, ein größeres Geschenk kann man der AfD doch gar nicht machen. Die leben von der Opferrolle. Das sind quasi gelernte Opfer. Im Gegenteil, wenn man die AfD ärgern möchte, dann muss man sie loben. Also sagt man, Mensch, euer neues Rentenkonzept, gar nicht schlecht. Da sollen noch Beamte einzahlen, super. Oder eure Idee mit der neuen Windelsteuer, top. Fordern wir heute wenigstens die Mehrwertsteuer für Babywindeln auf 7% zu reduzieren. Damit wollen wir die Diskriminierung von Babys beenden. Dies ist wichtiger als ihre feministische Tamponsubvention. Eben, der Emanzen-Tampon-Terror zieht hier alles runter. Entschuldigung, ich bin als V-Mann einfach zu lange dabei. Die AfD fordert sogar ein Baby-Begrüßungsgeld, um die Geburtenrate hochzupeitschen. 10.000 Euro Darlehen pro Baby. Wer hätte das gedacht? Die AfD fördert arabische Großfamilien. Und jetzt kommt der Knaller. Ab dem dritten Kind muss man das Babygeld nicht mehr zurückzahlen. Man kann den Kredit also quasi abknattern. Ah, für die Geburtenrate. Das erklärt natürlich auch deren neues Plakat. AfD, fick dich, Deutschland. Jetzt macht das Sinn, natürlich. Aber wir wollen das Ganze auch nicht verniedlichen. Teile der AfD wollen die parlamentarische Demokratie weghaben. Das ist so. Erkennt man auch daran, wie die sich im Bundestag benehmen. Sogar in der Kantine. Ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion oder eines AfD-Abgeordneten nimmt wahr, dass ein anderer ein vegetarisches Gericht bestellt. Darauf kommt die Bemerkung, euch kriegen wir auch noch, ihr Körnerfresser. Na gut, wer Vegetarier wird, hat es aber auch ein Stück weit provoziert. Ja, natürlich sind da Verfassungsfeinde dabei. Aber wenn ich den Laden verbiete, bleiben die Fans und die Ansichten ja trotzdem. Muss man mit leben. Auch das ist Deutschland. Deutschland sieht nicht nur so aus wie ich. Okay, und V-Leute bringen auch nichts. Jein. Ich meine, die Heute-Show hat ja auch ganz offensichtlich einen V-Mann in der AfD von Nordrhein-Westfalen. Und das hat sich voll ausgezahlt. Hier, original Presseeinladung, nicht von uns bearbeitet. Hiermit möchte ich Sie informieren, dass der Landessprecher der AfD NRW in Höxter gemeinsam mit dem Landessprecher der AfD Thüringen, Herrn Bernd Höcke, auftreten wird. Geil, oder? Was ist daran lustig? So heißt er doch. Abdel Karim! Ja, IT-Service Brunsmeier, Sie sprechen mit Jürgen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mhm. Ja. Haben Sie mal versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten? Hat nichts gebracht, verstehe. Ja. Probieren Sie doch mal den Kanal der Heute-Show auf YouTube zu abonnieren. Genau. Und im Zweifel ruhig auch mal den Gefällt-mir-Button klicken. Genau. Ja, ich bleibe in der Leitung.